So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Edna bricht aus mit unseren Generalschlüsselkopien, die wir jetzt nicht mehr brauchen, aber wofür wir vorher alles getan haben, um sie zu bekommen. Oder eins zumindest. Und wir haben noch einen. Aber das hat mir bisher nicht weitergeholfen und wir haben die Autotür aufgemacht. Ich gucke da jetzt nochmal rein. Aber das ist wirklich... Ja. Ja. Gehe zur Autotür. Ansehen. Ich könnte Karriere als Autoknacker machen. Du bist toll, Edna. Ganz toll. Reden. Hallo? Ist da jemand drin? Ich werte das als unentschiedenes Jein. Harvey? Harvey, fahr den Wagen vor. Wie denn? Naja, ist zu. Von wegen, wir haben es aufgemacht. Dann haben wir noch die Lackdosen. Ja. Ich weiß, sie hatte irgendwas gesagt, ne? Dass das jetzt. Ist da eine Autotür? Lass doch mal die Autotüren zu. Lass doch mal die Autotür. So, geh mal rum. Komm. Jetzt gehen wir nochmal. Wir gehen nochmal hier rum. Wir machen nochmal eine kleine Runde. Wir werden sicherlich auch was mit der Limousine machen müssen. Um weiß ich nicht, woran zu kommen. Wenn mein Fingerpfeil da ist, warum gehe ich da dann hinters Haus? Das ist doch gemein. So. Ja, hier will ich hin. Hier ist jetzt schon wieder alles zurückgehen. Das ist doch doof. Warum ist das nicht da? Hier ist der Finger. Egal. Ich warte immer noch auf einen Tipp für den Zen-Garten. Vielleicht ist der Tipp ja aber schon so da. Da drin ist wahrscheinlich die Gruppentherapie. Vielleicht wie die Steine, die Dinger hier angeordnet sind. Ich brauche irgendwie einen Tipp. Oder sollen wir die Stühle? Können wir das vielleicht nochmal ansehen hier? Das ist der Gruppentherapieraum. Die Gruppe ist fort. Und ich dachte immer, Programmierer essen nicht. Die sind ja jetzt alle in der Kantine essen, ne? Vielleicht müssen wir da doch nochmal hin? Würde ja gerne sehen, wie die da alle essen. Hier war gar nichts mehr, außer der Hake. Aber hat er ja selber das letzte Mal gesagt, ne? Dass hier nur die Hake irgendwie ist. Hier eine Anordnung mit Steinen. Ansehen, Mauer. Das ist der erklärte Etappenfeind. Was hältst du von dieser Mauer, Harvey? Sie steht zwischen uns und der Freiheit. Damit hat sie sich den falschen Platz ausgesucht. Ja, genau, die Mauer ist der Feind. Ja. Gut, dann gehen wir mal. Warte mal, wir können die Mauer bestimmt noch anmalen, oder? Komm. Ideale Platz. Die Mauer muss weg. Nochmal. Das ist so, die Mauer muss weg. Oh, das ist so. Es ist schon wieder so doof. Geh zur Veranda. Ich weiß noch nicht. Man braucht doch einen Tipp hier, was man da machen kann. Harvey? Harvey geht nicht damit machen. Was kann man denn da machen? Vielleicht das Haken? Ich halte die beiden lieber... Warte, da. Mach mal die Hake auf Zen-Garten. Ach, da kann man nichts anwenden. Man kann da nur hingehen zum Zen-Garten. Das hier wäre ein prima Platz für meine Hake. Ach so, doch. Okay. Ja, prima. Und nun? Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Was soll man jetzt hier das Spiel spielen? Stein? So... damit keiner gewinnt. Ja. Also ich weiß ja nicht, wer hier wer ist. Also da, wo frei ist. Mal auf die Kreuze. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich dieses Spiel hier gewinnen kann. Tic-Tac-Toe nennt sich das ja. Wir wollen drei in einer Reihe kriegen, aber ich weiß nicht, was ich mit den Steinen machen soll im Sinne von, ja, bin ich Kreis, bin ich Kreuz, versuchen wir es zu verhindern oder wollen wir gewinnen mit einer Reihe? Das zu blockieren, weiß ich nicht, ob das so Sinn macht. Ich hoffe, es ist egal, welchen Stein man nimmt. So, ich bin mal Kreis. Würde der da auch
Nee, das ist auch immer... aber wir wollen ja auch dann verhindern, dass der andere gewinnt. Also Kreuz. Wenn dem denn so sein soll. Oder überall dahin, wo was ist. Nee, das geht ja auch nicht. Liegen die irgendwie unterschiedlich drauf auf den Feldern? Kann man die Hake noch nehmen? Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Ach so, man kann vielleicht dann was sich bauen. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Vielleicht muss man die Steine dann richtig anordnen auf diese Sachen. Ich will raus. Und dann kann man die Steine da hinlegen, was halt passt. Wir müssen uns nur entscheiden, wahrscheinlich. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Nee, das wird's auch nicht sein. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Dann das Tic-Tac-Toe? Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Dann probieren wir es nochmal hier mit der Nase. Ja, dann fehlt hier aber irgendwie was. Ist auch blöd. So, diese beiden schmalen vielleicht dahin. Ich weiß nicht, was ich hier mache, ey. Aber immerhin geht's mit der Hake jetzt. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Klar, das mit ich will raus, das schaffen wir doch nicht. Wo sollen denn da die Steine hin? Das glaube ich nicht. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Vielleicht muss man es auch bei jedem Bild machen. Ich habe keine Ahnung. Was ist denn sennig? Alles halt im Gleichgewicht, Yin und Yang. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Da kommt mir das mit dem Tic-Tac-Toe eigentlich immer noch am besten vor. Aber ich weiß auch, wie gesagt, nicht, ob man da bestimmte Steine nehmen muss. Der und der und der. Ja. Ich muss hier gerade nebenbei, sorry, auf meine Katze achten. Ja, okay, sie hat sich hingelegt. Ich habe immer Angst, dass die doch irgendwo hinmacht. So, wenn ich weiß, ja, nicht. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Und dann, was nimmt man denn da mal? So hätten die Kreuze gewonnen. No? Das wäre doch was. Aber es gilt nicht. So hätten wir schräg und auch gerade. Es wäre dann für die Kreise. Oder der Stein soll halt blockieren. Kapiere ich aber gerade nicht. Ja, ich kapier's nicht. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Wie macht man das denn sennig? Oh Mann, ich hänge hier ewig bestimmt. Weiß jetzt nicht, was sie will. Das muss halt irgendwie... Vielleicht muss man das... Vielleicht muss sie ihr eigenes Bild auch entwerfen, oder was? Aber der hängt da auch anders als so. Manche hängen ja auch anders, die Steine. Ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hängt. Die Musik. So. Oh Mann. Ich weiß nicht, was sie will. Ob sie das genau da haben will, wo man es hin tut oder ganz woanders vielleicht auch hin. So als kleine Bäckchen noch irgendwie. Oder soll man es da drauflegen? Das
soll ja irgendwie... Vielleicht soll uns auch gar nicht im Weg sein, die Steine. Das denke ich aber nicht. Die sollen schon... Ganz klasse, was ich hier mache. Sieht total symmetrisch und gut aus. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Dann doch die schwierige Schrift. Was soll denn hier gemacht werden? Vielleicht I-Punkte, ich? Vielleicht sind die Striche schon so, dass man sie da hinpacken kann? Weil hier sind auch so... so durchgestrichene Sachen. Aber der geht da auch gar nicht hin. Tja, ich habe keine Ahnung hier. Ich will raus. Es ist so gar nicht sennig und ich habe keine Ahnung, wie es gehen soll. Echt nicht. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Das muss ja irgendein logisches Ding ergeben. Wie gesagt, vielleicht muss man sich auch nur drumrum machen. Damit das Bild einfach nur betont wird oder was. Und nicht die Sachen aufs Bild legen. Kann man die hier wieder zurücktun an den Rand? Nee, sie müssen schon im Bild liegen. Ich hoffe ja die ganze Zeit, dass ich irgendwie per Zufall das hinbekomme, dass sie sagt, ja, so, damit ich weiß, ah, alles klar, so soll es also gehen. So, das sind die zwei schmalen Steine. Das sind ja leider immer nur die. Kann ich irgendwie eigentlich einen nehmen? Nein, ups. Oh Gott. So, ich hole mir jetzt mal eben einen Tipp. Sonst dauert das jetzt hier ewig. Bis gleich. So, da bin ich wieder und ich denke, wir sollten das jetzt hier erstmal lassen, so blöd es für mich auch gerade ist, weil ich hätte es gerne verstanden und gemacht, aber, oh, meine Nase zieht gerade so, als ob ich gleich niesen muss, es ist jetzt so, dass wir nochmal reingehen müssen und das haben wir ja noch gar nicht gemacht, seit wir hier wieder draußen überhaupt sind. Hier können wir natürlich nicht lang gehen, aber wir können von der anderen Seite ja nochmal reingehen und das machen wir. Weil tatsächlich unser Plan ist, die Alarmanlage auszulösen und nicht, ja, also wir sollen sie zwar auslösen, dann kommt vielleicht jemand, aber so wie wir es machen, müssen wir wahrscheinlich immer weg oder ich weiß auch nicht. Wir gehen auf jeden Fall nochmal rein. Ich habe wirklich nur so von der Komplettlösung so ein Stück gelesen, dass ich weiß, was der Plan ist und man soll an irgendeinem Bildschirm später einen Zen-Garten-Hinweis kriegen, sich das merken was und das dann nachmachen und... Ich weiß jetzt nicht genau, welcher Bildschirm. Ich könnte mir vorstellen, die Monitore am da beim Haupttor, wo wir waren. Sitzen jetzt nicht alle in der Kantine? Ich wollte doch unbedingt sehen, wie die hier jetzt alle essen. Sind die jetzt alle hier drin? Oh, guck mal, hier ist jetzt ein Koch zum Beispiel drin. Das ist ja toll. Hallo. Ja, es lohnt sich, dass wir, glaube ich, nochmal reingehen. Weil das machen wir gleich zusammen. Seht ihr dann, wie wir die Alarmanlage auslösen können. Wir reden mal mit dem Koch. Er sieht beschäftigt aus. Das weißt du nicht mit Sicherheit. Ich frag mal. Bist du beschäftigt, Koch? Siehst du? Sicher ist sicher. Vielleicht können wir nochmal hier eben... Ganz wichtig. Ohne einen Kugelschreiber sollte man nie in eine Besteckschublade kriechen. Mit allerdings auch nicht. Okay, wir können jetzt hier nicht... Was? Hier steht jetzt ein Trolley. Damit wird das Essen in die Küche transportiert. Können wir uns da selber vielleicht reintransportieren, nehmen? Das würde dem Koch wohl auffallen. Schade. So da rein an. Damit wird das. Ja, dann können wir hier gehen? Ja. Es klingt so, als ob da drin gegessen wird. Ja, gucken wir doch mal. Ich riskiere mal einen Blick. Oh ja. Ach, guck mal, die sitzen. Da gehe ich lieber nicht einfach so rein. Oh Mann, oh. Es wimmelt nur so von Wachen. Schade, aber es ist so toll, wie die da jetzt alle sitzen, die Irren. Schade, schade. Okay. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir mit dem Trolley da rein sollen, aber die Frage... Oh? Was ist jetzt hier? Haben wir das abgemacht? Ja. Ich dachte, sie hätte die Tür einfach nur aufgeschlossen. Ich dachte, da kommt jetzt noch was zu. Na gut.
Das ist jetzt offen für uns. Wir haben hier den Generalschlüssel, aber anscheinend ist das nicht die größte Gefahr, sondern dass Edna, wie gesagt, nicht über die Mauer kommt. Deswegen werden wir uns das ja mit dem Auto machen. Da steht Dr. Marcells Chauffeur. Don't cry for me, Argentina. The truth is... Hallo? Ist da wer? Ich suche lieber einen anderen Weg. Mhm. Ja, dann müssen wir doch da. Dann können wir höchstens noch hier unten lang. Wir haben ja ein paar Wege, die wir gehen können. Und wir haben auch den Schlüssel noch, für den Fall, dass irgendwas aufgeschlossen werden muss. Aber wir sind so oft schon hier lang gelaufen. Vielleicht durch den Wäschelift? Komm, mit dem Wäschelift sollte es gehen. Ach nee, man kann ja von hier aus gar nicht weiter, ne? Oder? Doch, kann man. Wäscheliftsystem. Geht das nicht? Kannst du hier nicht? Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Muss ich da mir jetzt was bauen? Nicht nötig. Da ist kein Laub im Wäschelift. Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Sollen wir das jetzt machen oder nicht? Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Indem du hier einfach hochgehst erstmal. Ganz easy. So, ein bisschen schon mal hier. Gehst, kannst du da nicht rein? Der Wäschelift ist ausgeschaltet worden. Oh nein. Mist. Also ist das nicht unser Weg. Dann vielleicht über den gegrabten Tunnel? Von dem Typen, dessen Namen ich immer vergesse? Reden. Oder geh zu. Loch. Almo scheint fort zu sein. Almo, genau. Benutzen. Lieber nicht. Nachher komme ich nicht wieder raus. Och, Mann, oh. Und ich war lange genug eingelocht. Aber irgendwie muss es doch jetzt einen Weg hier geben. Sie kommt aber nicht wieder raus. Wir haben jetzt aber auch nicht sowas wie ein Seil oder so, ne? Wir haben ein Startkabel. Ich glaube nicht, dass wir das nehmen sollen. Kann man hier irgendwie raus? Bei den Akten irgendwie ist da noch ein Schacht, ein Gang, irgendwas. Ja, der einzige Weg ist dann eigentlich nur über den Koch da, der Wagen. Dann kommen wir da bestimmt durch. Das muss irgendwie gehen. Damit wir hier weiterkommen. Wir müssen nämlich hier weiterkommen. Wir wollen nämlich in einen Raum. Da vorne können wir nicht lang. Komm, geh doch da mal rein. Red mal mit dem Trolley. Hallo? Jemand zu Hause? Unbewohnt. Umso besser. Können wir den Koch dann irgendwie ablenken? Haben wir dem noch was wir geben können? Ketchup, Koch. Hier, ein bisschen Ketchup kann nie schaden. Grrr. Schon gut, dann halt nicht. Das könnte klappen. Der Koch guckt gerade nicht. Ja, prima. Ja, okay. War ja doch einfach als gedacht. Ich dachte, ich müsste mir noch mehr einfallen lassen. Oh, und jetzt essen sie hier alles. Das ist nicht schön. Guck mal, der Bienenmann hier. Mutti und Moti. Oh Gott, Petra. Was ist mit ihr denn los? Mit Peter? Die kann ja gar nicht mehr loslassen. Ich glaube, Peter gefällt das nicht so gut. Na gut. Da ist auch der Professor. Ja, kann man dann hier irgendwie weggehen? Kann man denn hier mal machen? Mutti und Moti. Die gute alte Schnürsenkel-Zusammenknotennummer. Okay, wir reden mal mit Hoti und Moti. Hey! Psst! Ich habe einen Generalschuss und werde fliehen. Kommt ihr mit? Was gibt es zu essen? Was gibt's zu essen? Heute ist Wünsch-dir-was-Tag. Jeder bekommt das, was er möchte. Oder zumindest das, was unter seinem Namen eingetragen wurde. Die Liste hing seit einer Woche aus. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass damit einige Scherze getrieben wurden. Immerhin ist dies ein Irrenhaus. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass der hier, ich weiß nicht, ob das Hoti oder Moti ist, wahrscheinlich Moti, also, dass der jetzt mit runtergeht und damit sie ja, weil sie ja aneinander kleben, weil sie ja siamesische Zwillinge sind, ne, da darf er jetzt eigentlich gar nicht so sitzen bleiben. Das wäre sehr lustig gewesen. Ich habe einen Generalschlüssel und werde fliehen. Kommt ihr mit? Ich habe einen Generalschlüssel und werde fliehen. Kommt ihr mit? Klar. Unter zwei Bedingungen. Erstens kommen wir nur mit, wenn du einen Fluchtplan ausgearbeitet hast. Zweitens musst du irgendwie die Wachen ablenken.
Fluchtplan ausarbeiten, Wachen ablenken. Alles klar. Habe ich gemacht. Habt ihr eine Idee, wie ich die Wachen ablenken könnte? Habt ihr eine Idee, wie ich die Wachen ablenken könnte? Der sicherste Weg ist eine Essensschlacht. Du musst nur irgendwie einen Streit provozieren, ohne selbst mit hineinverwickelt zu werden. Du musst eine Schwachstelle finden. Oh, wie spannend. Ich verkriech mich dann mal wieder. Bleibt er jetzt immer hier unten? Anscheinend schon. So, jetzt haben wir hier die ganzen Leute. Wir müssen Streit provozieren. Wie machen wir das denn? Jetzt sind wir hier und vielleicht irgendwie auch mit Ketchup oder so. Aber wir können ja nicht... Psst, Moti, Moti, hier unten. Wollt ihr etwas Ketchup dazu? Es ist Wünsch dir was Tag und wir sind in der Kantine. Wir haben alles, was wir brauchen. Ich will auch ein Wünsch dir was Essenskantinentag. Jetzt ist er wieder nach oben gegangen. Das finde ich gut. Ja, weiß ich nicht. Man kann ja, gehe zu. Fuß. Ah, die Füße. Da, Füße. Und zwar von ihm hier. Mit bloßen Händen fasse ich den nicht an. Vielleicht ist es Zeit für rabiatere Maßnahmen. Der Bienenmann. Vielleicht können wir den ja irgendwie kitzeln oder zwacken oder Messer. Bevor ich anfange, für Unruhe zu sorgen, brauche ich erst einen Plan. Ja, sag mal was dazu, Harvey. Was hältst du von diesem nackten, ungeschützten Fuß, Harvey? Ich denke, der Fuß ist fällig. Keine Gnade. Okay, der Fuß ist fällig. Ja, dann mach doch einfach vielleicht einen ekligen Kaugummi. Nicht nötig, da klebt schon genug Kaugummi dran. Weil auch barfuß geht, das ist schon ein bisschen abartig. Ja, weiß ich nicht. Sie will aber erstmal einen Plan, bevor sie es mit dem Messer macht. War das also schon richtig oder ist das ein bisschen zu krass? Können wir da mal machen. Bevor ich anfange... Ja, brauchst erstmal einen Plan. Aha. Gut, dann hören wir uns nochmal den Poki an und dann muss ich leider schon wieder einen Cut machen. Unglaublich. Aber wir haben schon wieder einiges entdeckt. Draußen im Zen-Garten gibt es mehrere Bilder. Wir sollen rein und ich erzähle euch dann, wenn es soweit ist, wie wir draußen die Limousine und das zum Ablenken bringen. Die Umsetzung von dem Essensschlachträtsel ist ehrlich gesagt nicht besonders gut gelungen, aber die ganze Situation ist so sympathisch, dass es mir, glaube ich, insgesamt wenig übel genommen wurde. Die Idee ist einfach gut, irgendwie mit, indem man den Irren auf dem Menüplan halt unterschiedliches Essen zuweist, schließlich eine Kettenreaktion auslösen kann. Ich weiß nicht, ob viele Leute überhaupt das Rätsel so verstanden haben oder nicht einfach nur ausprobiert haben, aber das war die Idee dahinter. Also, wer das Rätsel noch lösen möchte, hört jetzt weg für die anderen. Die Idee dahinter ist tatsächlich... Nein, dann will ich es nicht hören. Dann wollen wir das nicht hören, denn ich will das alleine hinkriegen. Ich denke schon, dass wir irgendwie denen mit den Füßen was machen und dann wird der jemand anderem sagen, hey, lass das, das warst du nicht. Und dann müssen wir überall bei jemand anderem was machen, bis sie sich halt beschmeißen, so stelle ich mir das vor. Aber im Moment gibt es nur den Fuß von ihm. Vielleicht sollten wir Hoti Moti darauf ansprechen und die sagen was zum Fuß und finden die Idee gut. Vielleicht ist das dann unser Plan, sodass Edna es dann auch wirklich macht. Weil wenn wir jetzt hier weggehen, glaube ich auch nicht, dass wir groß weiterkommen. Wir schauen mal bei Edna bricht aus. Bis dann.